Hallihallo, ihr Lieben! Ich bin Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Heute machen wir ein Blutzucker-Q&A. Normalerweise bin ich ja jeden Montag mit der lieben Steffi live zum Thema Blutzucker, zum Thema Insulinresistenz. Die Steffi liegt aber todkrank im Bett. Todkrank ist ein bisschen übertrieben, mir geht es schon wieder ein bisschen besser, aber sie hat wirklich eine richtig heftige Erkältung. Deswegen bin ich heute alleine mit am Start. Hallo Adrian, schön, dass du dabei bist. Ja, wünsche mir ihr mal gute Besserung, schickt mal ein paar Herzchen hier rein und ich halte heute allein die Stellung. Und wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, hey, wir machen heute nochmal ein Blutzucker-Q&A. Ich habe so viele Fragen bekommen, auch übers Wochenende, zum Thema blutzuckerkonforme Ernährung, wie du deinen Blutzucker stabil halten kannst, wie du deine Insulinresistenz besiegen kannst. Und ich komme schon irgendwie gar nicht mehr hinterher mit euren Nachrichten. Also der eine oder andere merkt es vielleicht und muss tagelang warten. Das tut mir natürlich super leid. Aber ich kann euch versprechen, es wird alles beantwortet. Es dauert nur einfach ein bisschen. Und ich habe jetzt einfach schon mal die besten Fragen zusammengenommen. Es kamen auch über den Fragesticker noch einige Fragen an, die habe ich mir alle notiert, die gehen wir gleich mal alle durch. Vielleicht fange ich noch mal ein bisschen mit der Theorie an. Ja, also so ein bisschen, warum ist es denn wichtig, deinen Blutzucker stabil zu halten? Was kann das für deine Gesundheit machen? Warum ist es entscheidend, wenn du abnehmen möchtest, dass du das beachtest? Und dass es halt nicht reicht, einfach nur im Kaloriendefizit zu essen und dich zu bewegen und dann denken, du nimmst ab und alles ist gut. Also wenn es so einfach wäre, dann wären wahrscheinlich alle Menschen da draußen gesund und alle Menschen da draußen schlank. Aber so ist es tatsächlich nicht die Realität. Und deswegen braucht es da einfach ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Ich bin voll schön braun. Ja, ich bin auch hier auf Gran Canaria und jeden Tag in der Sonne und beim Surfen. Heute leider kein Surfen, weil die Wellen sind zu hoch. Gestern auch schon nicht. Ich vermisse es schon. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Aber morgen sollen die Wellen wieder niedriger sein. Das heißt, ich darf dann auch wieder ins Wasser. Ich habe es gestern echt versucht. Ich wollte mir Bordleine in der Früh und sie haben mir keins gegeben, weil sie gesagt haben, ist ein bisschen gefährlich. Und ich so, ach, yeah, geht schon. Aber hat leider nicht funktioniert. Hier haben wir gleich die erste Frage. Nehmen wir die gleich mit dazu. Was sind die drei besten ballaststoffreichsten Lebensmittelgerichte? Also Ballaststoffe, sehr gut für deinen Darm, also Futter für deine Darmbakterien und natürlich auch blutzuckertechnisch sorgen sie dafür, immer wenn du Ballaststoffe vorab isst, dass dein Blutzucker nicht zu stark ansteigt, ja. Das heißt, du kannst ballaststoffreich essen, indem dass du grünes Blattgemüse isst, ja. Du kannst Leinsamen essen. Generell Samen und Saaten sind da eine coole Sache. Avocado hat auch sehr, sehr viel Ballaststoffe. Das sind einfach so, ja, mit die besten Lebensmittel, die du einsetzen kannst. Was ich sehr gerne mag, sind Akazienfasern, weil die kannst du beliebig einsetzen. Die kannst du auch, wenn du eigentlich nichts isst, kannst du trotzdem Akazienfasern irgendwie zu dir nehmen. Du kannst sie in deinen Joghurt rühren, du kannst sie einfach nur in Wasser auflösen, kannst sie morgens in einen Kaffee tun, in einen Tee. Die kannst du beliebig einsetzen. Ich mache sie immer mit in meinen Joghurt mit dazu, dann habe ich sie da mit drinnen. Finde ich einfach super cool, weil die sind einfach geschmacksneutral, die kannst du überall nutzen und kannst du halt auch immer dabei haben, wenn du dann doch mal irgendwo bist und vielleicht auch irgendwie was zum Essen bestellst und dann ist aber grüner Salat oder Gemüse ist irgendwie gerade schwierig oder so, dann tatsächlich einfach schauen, dass du halt dann vorab einfach selber vielleicht noch ein paar Nüsse isst oder so, Samen, Saaten dabei hast oder deine Akazienfasern halt. Die Anne fragt, schwer das Krafttraining kontraproduktiv bei Insulinresistenz? Absolut nicht. Absolut nicht. Krafttraining ist das Beste, was du machen kannst bei einer Insulinresistenz, weil das Krafttraining macht die Zellen wieder sensitiv dem Insulin gegenüber. Weil, also das ist auch so, dass die Muskelzelle immer die allererste ist, die insulinresistent wird. Und wenn du Krafttraining machst, also deine Muskeln trainierst sozusagen, sorgst du dafür, dass der Zucker wieder besser in die Zelle reinkommen kann. Das ist ja das Problem bei der Insulinresistenz, dass die Zelle resistent ist dem Insulin gegenüber. Bedeutet, Insulin hat eigentlich die Aufgabe, wird ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse, hat die Aufgabe, den Zucker in die Zelle zu bringen. Und bei der Insulinresistenz funktioniert das erschwert oder halt schon fast gar nicht mehr. Weil die Zelle schon zugemacht hat, die Zelle ist schon voll, die sagt, hey, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich bin voll, ich packe einfach keinen Zucker mehr, bleib mir weg mit der ganzen Geschichte. Die Rezeptoren für Insulin an der Zelle sind verstopft, das heißt, Insulin kann seine Arbeit nicht machen, die Bauchspeicheldrüse schüttet immer noch mehr Insulin aus. Folglich haben wir zu viel Insulin im Blut, eine Hyperinsulinämie bedeutet umgangssprachlich einfach, wir haben eine Insulinresistenz. Jetzt habe ich gleich hier die Theorie mit reingebracht bei der Frage, Mensch, bin ich gut? Wunderbar. Hallo Steffi, wir haben dir schon ganz viele Herzen geschickt und gute Besserung gewünscht, weil du heute nicht mit dabei sein kannst und es ist so traurig ohne dich. Aber ich halte hier die Stellung für dich. Schau, dass du ganz viel schläfst, ganz viel Zink und Vitamin C zu dir nimmst und dass du schnell wieder gesund bist.
Und nächste Woche Montag sind wir wieder zu zweit hier am Start. So schaut's aus. Also, wo war ich stehen geblieben? So, jetzt habe ich wohl den Faden verloren. Egal. Wir waren, genau, Krafttraining war eigentlich die ursprüngliche Frage. Unbedingt Krafttraining machen, weil Krafttraining, durch die Ausschüttung der Myokine beim Krafttraining, hast du auch eine antientzündliche Wirkung. Und das ist ja auch, ich sage mal, das Wichtigste bei der Insulinresistenz auch, dass du Entzündungen in deinem Körper senkst. Denn stille Entzündungen verursachen ja auch mit die Insulinresistenz. Und wenn du was hast durch das Krafttraining, das antientzündlich wirkt, ist das richtig, richtig gut. Und schweres Krafttraining ist halt relativ. Was ist schwer für dich? Also du sollst natürlich dein Krafttraining so gestalten im Hypertrophiebereich, dass es auch was bringt, ja. Gerade die Mädels, die mit ihren pinken 2-Kilo-Hanteln da irgendwie rumfuchteln, wo ich mir denke, so ja, da passiert halt auch nicht viel. Also du musst wirklich Gewicht in die Hand nehmen und du darfst auch Gewicht in die Hand nehmen. Auch als Frau, ja, musst du natürlich dich das richtig machen, dass du dir nicht wehtust, das ist ganz klar. Such dir dann einen guten Trainer, der dir auch einen guten Plan schreibt. Aber hab keine Angst vor Gewichten und nur weil du Gewichte in die Hand nimmst, wirst du nicht gleich ein Muskelprotz. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Ja, da haben ja die Frauen oft Angst, so, oh, dann habe ich so viele Muskeln und dann, das möchte ich nicht. Und wo ich mir denke, ja, Muskeln schauen auch einigermaßen attraktiv aus. Ja, wenn das Körperfett gering ist, der Muskelanteil hoch ist, das kann auch wirklich schön sein. Wenn man das als Frau aber nicht mag oder wenn es nicht zu stark sein soll, kann man dann natürlich auch entsprechend Übungen machen, dass es eben nicht so wird, ja. Wenn du ständig immer isolierten Bizeps trainierst und du hast dann so einen Bizeps, ja, das ist natürlich nicht schön, aber dann mach halt andere Übungen so, ja. Und das gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur Krafttraining zu machen und sofort Muskelprotz zu werden, ja. Also das schaffen die wenigsten. Akazienfaser, von welcher Firma würdest du empfehlen? Boah, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt. Ich habe sie jetzt immer gekauft bei mir zu Hause. Ich habe gegenüber so einen Alnatura-Laden und die haben in so einer Dose haben die Akazienfasern. Lila-weiß ist die Farbe, so sieht die Dose aus. Ich weiß halt nicht, welche Firma das ist. Aber kriegst du bestimmt von vielen hochwertigen Firmen in guter Qualität. Muss halt immer gucken, wo du einkaufst. Nach 1,5 Jahren Krafttraining ist die Insulinresistenz leider nicht weg, kein Fettabbau. Naja, Anne, nur wenn du Krafttraining machst, wirst du deine Insulinresistenz nicht los. Und Fett abbauen kannst du auch nicht nur durch Krafttraining. Da gehört auch ein bisschen mehr dazu, ja. Also um deine Insulinresistenz zu besiegen und gesund abzunehmen, braucht es natürlich eine gute Ernährung, blutzuckerkonforme Ernährung. Ja, um das geht es ja heute auch in dem Live, da dürft ihr auch mir auch Fragen dazu stellen. Und es ist gar nicht mal so, dass die meisten davon wissen, ja. Die meisten denken, sie essen gesund und dann frage ich mal, was isst du denn? Und ich denke mir so, okay, besser wie Pasta, Pizza, Burger, aber für deinen Blutzucker ist das halt auch nicht so der Hit. Deswegen hol dir mal einen kontinuierlichen Blutzuckersensor, den du dir in den Arm packst für 2 Wochen und schau mal, was dein Blutzucker macht. Iss mal so, wie du immer isst, für eine Woche vielleicht oder für 3-4 Tage. Und dann stell um mit meinen Tipps, wie du blutzuckerkonform essen kannst und dann siehst du mal, was es für einen Unterschied macht für deinen Blutzucker. Wenn dein Blutzucker die ganze Zeit Achterbahn fährt, dann kannst du so viel Krafttraining machen, wie du willst, dann wirst du trotzdem deine Insulinresistenz nicht loswerden. Also Ernährung, Bewegung, da natürlich Krafttraining, klar. Schlaf. Schon eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Das heißt, wenn du ständig chronisch schlecht schläfst, zu wenig schläfst, aufwachst in der Nacht, hast du keinen guten Schlaf. Und das wirkt sich natürlich auf deinen Blutzucker, auf deine Insulinsensitivität aus. Ja. Das heißt, es gehört auch dazu. Stressmanagement. Stress. Wenn du viel Stress hast, ist es auch schwer, die Insulinresistenz loszuwerden. Nährstoffmängel. Deswegen sage ich, die nächste Säule sind Nährstoffe. Also Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe und Stressmanagement. Das sind die 5 Säulen, an denen du arbeitest, wenn du deine Insulinresistenz besiegen möchtest, wenn du gesund abnehmen möchtest, wenn du Fett abbauen möchtest. Ja. Und das bringt nichts, wenn du eins rauspickst und sagst, ich mache jetzt Krafttraining und besiege meine Insulinresistenz. Schön, dass du Krafttraining machst, aber die Insulinresistenz wird von Krafttraining allein nicht weggehen. Das heißt, es ist immer ganzheitlich zu sehen, das Ganze. Du kannst nicht nur eine Sache sagen, genauso wie du nicht nur sagen kannst, ich trinke jetzt exogene Ketone und dann werde ich meine Insulinresistenz los. Ja, also es gibt tatsächlich schon Studien, wo nur durch die Gabe von einem RBHB-Supplement, also ein rechtsdrehendes Beta-Hydroxybutyrat-Supplement in Form von Ketonsalzen oder auch Ketonester, das war die Meta-Analyse, die ich da neulich gepostet habe, dass die tatsächlich schon das alleine die Blutzuckerwerte verbessert. Das ist schön, aber trotzdem musst du dich ja auch um deinen Lebensstil kümmern. Das Coole ist, wenn du die Ketone trinkst, hast du automatisch weniger Hunger, du hast weniger Heißhunger durch die Blutzuckerregulierung, dann fällt dir das alles ganz leichter und du triffst generell bessere Entscheidungen für deine Ernährung, für deinen ganzen Lebensstil.
Aber es ist so, so wichtig, Anne, dass du dich um alle diese Baustellen kümmerst, um alle diese Säulen kümmerst. Weil nur eine Sache zu machen, wird es halt leider nicht richten, ja? Also ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. 4 Kilo Muskeln aufgebaut, das finde ich mal mega der beste Kommentar des Lives, ja? Muskelaufbau ist so, so wichtig, weil Muskelmasse ist tatsächlich deine Altersvorsorge, ja? Je mehr Muskelmasse du hast, je mehr Muskelmasse du aufbaust über dein Leben verteilt, desto mehr wirst du im Alter gesund sein, desto gesünder wirst du im Alter sein, desto weniger anfällig bist du für Stürze, desto weniger Krankheit wirst du vielleicht auch bekommen in dem Sinne, weil wenn du stürzt, ist es ja nicht der Sturz, der dann das Problem ist und dass du vielleicht dann stirbst wegen dem Sturz, sondern du stirbst vielleicht dann eher wegen Altersschwäche, weil du dann 2 Wochen ans Bett gefesselt bist und nicht aufstehen kannst, weil du dir irgendwas brichst, eine neue, keine Ahnung, irgendwann Oberschenkel, Halsbruch hast oder was auch immer, du kannst dich nicht bewegen und dann mit 70 Jahren, das ist halt einfach fatal. Dann baust du so viel Muskelmasse auf, die kannst du nie mehr wieder zurückbringen. Deswegen, je mehr Muskelmasse du schon in deinen jungen Jahren, auch wenn du jetzt 40, 50 bist, ja, du bist immer noch jung, ja. Das heißt, da kannst du immer noch Muskelmasse aufbauen. Du kannst auch mit 60 oder 70 noch anfangen mit dem Krafttraining. Muskelmasse ist wirklich Altersvorsorge, die beste Altersvorsorge, die du hast für deinen Körper. Und Kraftsport ist Gesundheitssport. Ja, also ihr merkt schon, ich als Personal Trainerin, ich habe da immer sehr, sehr viel zu sagen. Und jeder, der sagt, ich mache kein Krafttraining, das brauche ich nicht, der braucht mir gar nicht kommen, weil mit dem kann ich nicht arbeiten. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist wirklich einfach so, 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 so wichtig. Der KFH ist bei 28%. Was meinst du mit KFH? Sag das mal schnell. Ah, Körperfettanteil wahrscheinlich, genau. 48%, dein Körperfettanteil bei 48%, okay. Wichtig ist natürlich dann auch immer zu sehen, okay, wie viel Muskelmasse hast du? Also wie viel Muskelmasse im Körper, wie viel fettfreie Masse in deinem Körper ist. Das ist noch so der bessere Anhalt. Und wie viel Kilo reines Körperfett. Das ist auch nochmal aussagekräftiger als die Prozentzahl, ja, vom Körperfett. Das ist oft, vor allem, welche Waage misst das? Auf welcher Waage bist du gestanden? Warst du wirklich auf einer sehr teuren, zum Beispiel Bierwaage, die alles von oben bis unten misst, oder sogar einen DEXA-Scan gemacht, das ist ja natürlich ideal. Oder hast du einfach nur so eine Waage zu Hause, wo du dich einfach nur draufstellst und nichts in der Hand hast? Die kannst du eh schon aus dem Fenster werfen, weil da ist der Körperfettanteil auch überhaupt null aussagekräftig. Der misst nämlich, wenn du nur stehst auf der Waage, ohne dass du was in der Hand hast, misst es einfach nur unten einmal rum. Das heißt, wenn du jetzt eher dicke Beine und einen dicken Arsch hast, dann hast du automatisch mehr Körperfettanteil und hast vielleicht Oberweite eher weniger. Andersrum, eine Frau, die halt einen riesen Vorbau hat, aber vielleicht dünne Beine hat, die hätte dann eher einen geringeren Körperfettanteil mit so einer Waage. Das ist halt 0,0 irgendwie aussagekräftig. Ja? Also das nur, dass du das mal gehört hast. Wenn du sowas misst, überleg immer, mit was messe ich, wie hochwertig ist das und ist das überhaupt aussagekräftig, was ich da messe. Trainer hat Keto empfohlen, das wurde 3 Monate versucht. Keto hat nicht funktioniert. Also Keto kann super sein, muss aber nicht. Ja? Also ich empfehle nicht immer, also pauschal empfehle ich nicht eine ketogene Ernährung für jeden und alle. Ja? Es ist generell so, dass wenn es heißt, mach das, das hilft dir bei dem. Das hilft vielleicht bei Person A, aber nicht bei Person B. Ja? Der Körper ist so komplex, du kannst nie irgendeine Regel oder irgendeine Empfehlung in die Welt geben und jeder setzt es um und bei jedem ist es sinnvoll. Deswegen ist individuelle Arbeit mit den Menschen so wichtig. Die Frage ist, warum hat Keto nicht funktioniert? Weil du nicht abgenommen hast wahrscheinlich. Ja, die Frage ist, hast du richtig Keto gemacht? Warst du überhaupt in Ketose? Hast du deine Ketonwerte im Blut gemessen? Die meisten Menschen da draußen machen Keto und das ist einfach gar kein Keto. Also ja, das ist halt einfach schwierig, weil wenn du Keto machen willst, um wirklich in Ketose zu sein, musst du es halt auch messen, weil du merkst es vielleicht nicht, ob du in Ketose bist. Das macht wirklich Sinn. Und dann kann als Frau die ketogene Ernährung auf Dauer auch nicht so gute Nebeneffekte haben. Ja, kann den Zyklus durcheinander bringen, die Hormone durcheinander bringen. Kann, muss aber nicht. Ja, es gibt Leute, die das immer machen, die damit super happy sind, bei denen aber auch alle Werte top sind. Oder wenn du es aus einer therapeutischen Sicht machst, wenn du eine Krankheit machst und da ist die ketogene Ernährung deine Therapie für diese Krankheit, wie zum Beispiel bei Epilepsie oder anderen Dingen, dann ist das auch sinnvoll. Aber es ist überhaupt gar nicht so wichtig, auch wie viel Kohlenhydrate du isst, um deine Insulinresistenz umzukehren. Viel wichtiger ist, in welcher Reihenfolge du die Kohlenhydrate isst. Also, dass du die Kohlenhydrate halt nicht alleine isoliert auf nüchtern Magen isst oder am Anfang der Mahlzeit, sondern ans Ende der Mahlzeit setzt. Und vor allem die Wahl deiner Kohlenhydrate.
Ja, es ist erstmal egal, ob du deine Insulinresistenz mit 50 Gramm Kohlenhydraten, 100 Gramm oder 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag besiegen wirst. Es ist alles machbar und möglich. Wichtig ist halt nur, die richtigen zu wählen. Und dazu gehört halt eben kein Gluten, kein Vollkorn, kein Weizen, kein Pasta, Pizza, was auch immer. Das sind natürlich keine guten Kohlenhydrate. Dann einfach lieber stärkehaltiges Gemüse, Hülsenfrüchte, wenn du sie gut verträgst, Quinoa oder eine Süßkartoffel. Süßkartoffel ist für mich so der Gewinner eigentlich bei gesunden Kohlenhydraten. Blutzuckerspiegel messen ist echt ein Gamechanger. Ja, so sehe ich das auch. Hat bei mir auch sehr, sehr viel gebracht. Also ich glaube, vor 2,5 Jahren das erste Mal hatte ich so einen kontinuierlichen Glukosemesser und ich war teilweise echt erschrocken, was passiert. Ich dachte immer, ich ernähre mich schon gut und gesund, aber dass der Blutzucker trotzdem Achterbahn fährt, war mir halt echt nicht so bewusst. Und davon kommt halt der Heißhunger, davon kommen die Stimmungsschwankungen, davon kommt die Müdigkeit, der Nachmittagstief, weil der Blutzucker einfach hoch war, wieder runterknallt und an der untersten Stelle hast du halt wieder Hunger, du hast Heißhunger, du hast das Gefühl, wenn der Blutzucker nach unten düst, hast du das Gefühl, ach du Scheiße, ich kann gleich einschlafen, so, ja. Welchen Sensor würdest du für die Insulinmessung nehmen? Also, du kannst Insulin nicht zu Hause messen, das ist es. Du musst zum Arzt gehen. Du musst zum Arzt gehen und nüchtern Insulin im Serum messen lassen. Und das kannst du wirklich nur beim Arzt machen oder in einem freies Labor gehen. Am besten vielleicht auch den HOMA-Index bestellen. Also, das ist nüchtern Blutzucker und nüchtern Insulin. Und das einfach wird in Relation gesetzt. Das eine durch das andere geteilt, mal einen bestimmten Wert genommen. Und dann hast du den HOMA-Index. Und somit weißt du auch, wie hoch deine Insulinresistenz ist. Ab wann spricht man von Achterbahn im Blutzucker? Ihr habt super Fragen, finde ich voll genial. Ab wann spricht man von Achterbahn im Blutzucker? In welchem Bereich ist deine Schwankung normal? Also, grundsätzlich, hier hatte ich auch eine Frage, die dazu passt. Warte, ich lese die gleich mal vor. Dann können wir das in einem abgrasen hier. Jetzt muss ich sie nur finden. Ah, die Olga fragt, wie müssen die Blutzuckerwerte sein? Also grundsätzlich, Achterbahn heißt für mich, der Blutzucker schießt nach oben, er schießt wieder nach unten. Also er macht halt diese ganze Zeit, also die ganze Zeit Achterbahnfahrten. Ja, wohingegen wir wollen eher einen Blutzucker, der vielleicht so kurvig ist, ja, so ein paar Wellen hat. Und das wäre das Ziel, ja. Oder halt, wenn du dich zum Beispiel auch ketogen ernährst, eher so eine Linie, wo der Blutzucker gar nicht so stark ansteigt. Er darf schon ansteigen, aber dann halt nicht nach oben und eher wie so eine Welle. Von den Werten her wäre es halt super, wenn er natürlich nüchtern unter 100 ist. Nüchtern unter 100. Wenn du dann was gegessen hast, sollte er nicht, also mit dem Essen nicht so viel mehr über 140 steigen. Also 140 ist da so die Marke. Wenn du mal aber einen Apfel zum Beispiel allein isoliert auf nüchtern Magen isst, schießt mein Blutzucker auch auf 160. Das mache ich halt dann aber nicht. Also ich kombiniere dann den Apfel mit gesunden Fetten und Eiweiß, also esse ein paar Nüsse dazu oder tue einen griechischen Joghurt mit rein oder so, dann habe ich schon einen geringeren Blutzuckeranstieg. Und nach dem Essen sollte er dann wieder, spätestens 4 Stunden nach dem Essen, 2 bis 4 Stunden nach dem Essen, sollte er wieder unter 100 sein, der Blutzucker. Das sind normale gesunde Werte. Wenn du da aber weit weg davon entfernt bist, hast du vielleicht eine Insulinresistenz, du hast vielleicht einen Typ-2-Diabetes schon. Wichtig ist halt einfach zu wissen, wenn der nüchtern Blutzucker immer über 100 ist, ist es ein Prädiabetes. Wenn er über 120 geht, ist es ein Diabetes. Ja? Das ist einfach nur wichtig, das kannst du dir vielleicht merken. Und die Schwankungen sollten halt so gering wie möglich sein. Das heißt, du willst nicht von hier unten nach hier oben schießen und wieder hier nach unten gehen. Ja? Das heißt, er kann schon steigen, aber halt dann im Bereich von vielleicht 10, 20, 30 Milligramm pro Deziliter kann er schon mal steigen. Ja, je nachdem, was du isst. Aber halt nicht auf Dauer, jeden Tag mehrmals einfach hoch, runter, hoch, runter. Das ist halt einfach nicht zu empfehlen. Hört ihr eigentlich im Hintergrund noch Stimmen oder ist es störend für euch oder ist es okay? Weil Sarah nimmt nämlich gleich gerade noch eine Story auf. Also ich finde es ein bisschen anstrengend, mich zu konzentrieren, aber ich hoffe, dass ihr es nicht hört. Also wenn es euch nicht stört, macht mal Daumen nach oben, dann passt alles. Ich glaube, sie ist auch gleich fertig. Keto-Essen heißt noch nicht, wirklich in Ketose zu sein. Ja, voll, bin ich voll bei dir. Schreib mir gerne deinen Namen noch mehr rein. Lipidem Selbstmanagement. Ich habe dich wahrscheinlich schon tausendmal gefragt. Du bist ganz oft immer in meinen Lines, voll cool. Aber ich habe leider vergessen, wie du heißt. Ab wann, genau, ab wann spricht man von Achterbahn? Das haben wir schon, von der Amelie. Stress ist hoch und Schlaf ist schlecht. Anne, dann hast du ja deine Antwort, warum deine Insulinresistenz noch da ist und warum es mit Fettabbau auch nicht klappt, ja. Das ist halt einfach so,
du musst auch an diesen Dingen arbeiten. Ja, und ich weiß, am Stressmanagement arbeiten ist verdammt schwer. Das ist gerade meine größte Baustelle auch. Also ich habe auch leicht einen erhöhten Hungerindex von 2,2 bei der letzten Messung, wo ich mir denke so, ach, also an der Ernährung kann es jetzt nicht liegen. Ich habe 3-4 Monate so clean wie noch nie in meinem Leben gegessen. Kein Zucker, kein Gluten. Ich habe keine Ausnahme gemacht. Ich habe keine minderwertigen Öle oder Fertigzeug so natürlich wie möglich gegessen, so clean wie möglich. Auch wenn ich essen gehe, bestelle ich das Dressing ab, nehme nur Olivenöl oder halt Apfelessig, wenn die haben. Also super, super clean. Also es kann nicht an der Ernährung liegen. Bei mir ist es tatsächlich der Stress, also das Stresslevel. Und auch ein leichter Leaky Gut, den haben wir auch gemessen. Kleinen durchlässigen Darm haben wir bei mir. Und das kann ja auch Stress verursachen. Stress gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Du hast den Stress, den Termindruck, ja, dass du zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein musst, eine Deadline, die du nicht erreichen kannst, zu viele Dinge, die auf dich einprasseln. Das ist so der Stress, den wir so im Kopf haben. Stress gibt es aber auch noch auf der emotionalen Ebene. Wenn du Dinge hast, die du vielleicht noch nicht aufgearbeitet hast, die du noch nicht losgelassen hast, wo du vielleicht jemandem noch nicht verziehen hast, was du schon hättest machen sollen oder einfach Themen, die im Unterbewusstsein emotional noch an dir hängen, was dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Das ist auch Stress für den Körper, aber auch körperlicher Stress. Also körperlicher Stress, wie zum Beispiel eben so ein Leaky Gut-Syndrom, ist halt auch, oder eine Autoimmunerkrankung, ja, egal, wenn es jetzt Hashimoto ist oder was auch immer, ist immer zusätzlich erhöhter Stress für den Körper. Und wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du auch auf den diversen Ebenen arbeiten, um dein Stresslevel zu verbessern, erstmal auch rausfinden, was ist denn bei mir, Entschuldigung, was ist denn bei mir der größte Trigger und wie du Schlaf verbessern kannst, kannst du auch bei mir lernen. Also ich habe ein Live gemacht mit 10 Tipps, wie du deinen Schlaf verbessern kannst. Ich habe meinen Schlaf auch extrem revolutioniert. Also ich war immer derjenige, der nie durchgeschlafen hat. Ich dachte, es wäre normal, nachts aufzuwachen, ist es absolut nicht. Ich habe immer einen Wecker gebraucht am Morgen, um aufzustehen, also ohne Wecker aufwachen war für mich unmöglich. Jetzt tatsächlich, mittlerweile, kann ich ohne Wecker aufwachen. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch selbstständig und habe keine Deadline mehr, wo ich irgendwann morgens irgendwo sein muss, aber trotzdem möchte ich eigentlich spätestens um 8 immer zum Arbeiten anfangen. Das schaffe ich aber auch ohne Wecker. Und da hast du wirklich die Möglichkeit, deinen Schlaf so zu revolutionieren, dass du wirklich von alleine aufwachst. Ja. Und mit welchen Tipps und Tricks du das machen kannst, schau dir mal das Story Highlight Schlaf an in meinem Profil. Das sind die runden Kreise. Da lernst du alles, was du brauchst, um deinen Schlaf zu verbessern. Gesund essen kostet leider viel mehr Geld. Dazu noch laktosefrei, macht es auch nicht einfacher. Oder liege ich da falsch? Natürlich, also klar, gutes Essen aus guter Herkunft, Bio und auch das Fleisch, grasgefüttertes Weiderind ist natürlich teurer wie das 1,99 Rind vom Aldi, definitiv. Aber ich kann dich da nur ermutigen, also dein Körper ist das höchste Gut, das du hast. Ja, ess dann lieber öfter mal, also weniger Fleisch, aber dann vielleicht nur einmal die Woche oder einmal im Monat oder zweimal im Monat dafür ein richtig gutes Steak, was dann halt mal, keine Ahnung, 12 Euro kostet für so ein Stück, was du dann isst oder was auch immer. Aber du weißt wenigstens, wo es herkommt, du weißt, es sind keine Schadstoffe drin und du weißt, dein Körper, dem tut es sehr, sehr gut. Und natürlich ist gesundes Essen leider teurer als die Fertigprodukte. Das ist wirklich traurig, dass es in unserer Gesellschaft wirklich so ist. Aber dann spar lieber woanders. Dann kauf dir ein paar Schuhe weniger und geh einmal weniger zum Friseur und kauf dir nicht die teuersten Klamotten, sondern spar halt dafür beim Essen nicht. Also so mache ich es einfach, weil für mich ist einfach hochwertiges Essen. Du bist, was du isst, ja. Und wenn du die ganze Zeit Schrott in dich reinschaufelst, brauchst du dich nicht wundern, dass du schlechte Haut hast, dass du zunimmst, dass du eine Insulinresistenz kriegst, dass du ständig müde bist, dass du Stimmungsschwankungen hast, dass du nicht gut schlafen kannst. Ja, wenn dein Blutzucker Achterbahn fährt, hast du auch einen schlechten Schlaf, ja. Von dem her ist halt meine Ansicht der Dinge, das muss jeder für sich entscheiden, hey, ich gebe lieber mehr aus fürs Essen, auch mehr aus für Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel, Dinge, wo ich halt nicht decken kann mit meiner guten Ernährung, da gebe ich mein Geld aus, ja, da geht mein Geld jeden Monat hin und nicht in irgendwas anderes und ins Reisen natürlich, ganz klar. Ich bin selber nicht betroffen, aber eine sehr liebe Person in meiner Familie. Ja, cool, Anne, dass du dich dann für die Person schlau machst. Also da mal ganz, ganz viele Herzen an dich. Das ist wirklich super, super lieb. Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress und Nährstoffe. Nährstoffe, meine Freunde, Nährstoffe. Sorry, dass es hier immer so wackelt. Mein Ständer ist nicht so stabil heute hier. Die Person ist 40 Jahre. Mhm, ja, noch nicht so spät mit 40. Perfektes Alter, um loszulegen. Mir wird häufig schwindelig beim Krafttraining. Liegt das an einer zu geringen Nahrungszufuhr? Du, das kann so viele Gründe haben, da kann ich jetzt überhaupt nicht viel dazu sagen. Die Frage ist, wird es dir generell bei anderen Dingen auch schwindelig? Ist es immer nur, wenn du dich anstrengst, dass dir schwindelig wird? Es kann schon sein, dass deiner Blutzucker
vielleicht crasht, wenn du davor nichts gegessen hast oder zu wenig Zucker, dann würde ich mal gucken, vielleicht mal den Blutzucker messen, ja, und schauen, wie ist der Blutzucker, wenn dir schwindelig wird. Ist es wirklich ein Unterzucker oder ist es einfach kein Unterzucker und fühlt sich nur so an? Und dann halt einfach auch mit deiner Ernährung vielleicht dran arbeiten. Immer Gemüse, 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 gesunde Fette, gesunde Eiweiß, gesundes Eiweiß, also gute Eiweißquellen in jeder Mahlzeit dabei. Gute langkettige Kohlenhydrate kannst du wahlweise hinzufügen, eine Süßkartoffel, stärkehaltiges Gemüse. Und das ist die Faustformel für deine Mahlzeit. Und keine Snacks dazwischen. Und wenn du das mal für 2, 3 Wochen machst, dann wird der Blutzucker auch stabil werden und dann hast du vielleicht eben nicht immer das Problem, dass der schwindelig wird. Aber es kann auch noch so viele andere Gründe haben, warum dir beim Krafttraining schwindelig wird. Wenn es wirklich bedenklich ist, einfach auch mal vor einem Arzt anschauen lassen, ja, was da einfach los ist. Bierwaage im Gym, das ist schon mal gut. Also Anne, solange du mit dieser Waage auch was in der Hand gehalten hast, kannst du sagen, ist schon ganz okay, ja, ist trotzdem nicht das Nonplusultra, aber zumindest kannst du es als Richtwert nehmen. Hey Senja, schön, dass du dabei bist. Ketose wurde im Urin gemessen. Ja, also Ketose im Urin zu messen, semi gut. Warum? Im Urin misst du das Acetoacetat. Das wird einfach ausgeschieden, ist es einfach ein Ausscheidungsketonkörper, so, also ja, ganz einfach gesagt, ja, wollen wir es nicht zu kompliziert machen. Heißt, nur weil der Körper das nicht ausscheidet, heißt nicht, dass du nicht in Ketose bist. Da haben wir oft das Problem, im Urin haben wir eine negative Ketonkörpermessung, aber trotzdem ist der Körper in Ketose, weil Beta-Hydroxybutyrat, also das, was du eigentlich messen solltest, nämlich im Blut solltest du deine Ketonkörper messen, das Beta-Hydroxybutyrat, wenn der Körper das alles aufbraucht, ja, und damit arbeitet, dann bist du ja trotzdem in Ketose, auch wenn er vielleicht kein Acetoacetat ausscheiden würde. Ja? Das gleiche im Atem, Ketose im Atem zu messen, ist auch nicht so super hilfreich, ja? Weil da wird das Aceton gemessen und es kann auch sein, dass du kein Aceton ausscheidest über den Atem, obwohl du in Ketose bist. Das nur mal als Hintergrund. Wer wirklich seine Ketose ordentlich messen will, kauft sich definitiv, also am Anfang ist vielleicht so ein Urinstreifen mal ganz gut, dann das kann schon passen, aber wenn du das einfach kontinuierlich professioneller verfolgen möchtest, würde ich dir die Blutmessung, also die Ketonkörpermessung im Blut empfehlen, indem dass du wirklich die Ketonkörper, die der Körper nutzt als Signalmoleküle und Energieträger, dass du diese einfach im Blut nachmisst, nämlich das Beta-Hydroxybutyrat. Nicht unbedingt mehr Geld, aber ich finde, es braucht mehr Zeit, um sich etwas zu kochen. Klar, also kochen braucht Zeit. Natürlich dauert es länger, wenn du dir Gemüse schnibbelst und das in den Ofen machst, als wie wenn du dir eine Tiefkühlpizza in den Ofen schiebst. Bin ich bei dir, weil die musst du nur aufreißen. Die Frage ist halt, was bist du dir wert? Was ist dir dein Körper wert? Und so eine Tiefkühlpizza ist einfach nur Gift für deinen Körper. Warum würdest du in deinen Körper, was das höchste Gut ist, ohne deinen Körper, der gesund ist, kannst du ja nicht leben? Warum schiebst du dir sowas rein? Ich meine, wenn man mal sowas isst, die Dosis macht das Gift, ja? Dann ist es nicht schlimm. 80-20-Regel, das ist super, kann man machen, aber halt nicht auf Dauer, ja? Das nur so mal nebenbei. Und ich finde es halt auch schön, wenn man sich was Gutes kocht, weil dann ist auch schon mal mit der Mund auch schon vorbereitet, ja? Es entsteht vielleicht schon so ein bisschen Speichel. Der Körper weiß, okay, jetzt bereite ich mir was vor, jetzt kommt gleich was zu essen. Der Magen-Darm-Trakt, der Magen, der Verdauungstrakt, der wird vorbereitet auf das Essen. Als wie wenn du einfach was rausnimmst und dir reinschiebst, dann hat der Magen überhaupt gar keine Vorbereitung, dass jetzt Essen kommt. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und um die Nahrung ordentlich zu verdauen, solltest du auch im Parasympathikus sein. Ja, also nicht der Sympathikus. Also Parasympathikus ist der Teil deines zentralen Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist. Und du solltest in einem entspannten, relaxten Zustand sein, wenn du Nahrung zu dir nimmst. Auch gut kauen, dir Zeit nehmen dafür. Und wenn du aber schon vom einen zum anderen Call hältst und in 5 Minuten dir nur irgendwas reinschieben kannst und das ist die Zeit, die du hast zum Essen, dann würde ich sagen, iss lieber nichts in der Zeit, weil in der Zeit kann dein Körper sich überhaupt nicht einstellen auf die Nahrung, geschweige denn du kannst das nicht ordentlich kauen und verdauen ist dann Katastrophe, weil du vom einen stressigen Call in den anderen kommst. Dann kommt auch noch der Chef, der zwischendrin noch was will von dir vielleicht. Ja, ich mache mal so einen Büroalltag, wie es bei mir früher war. Das war früher meine Realität, die absolute Hölle. Und dann ist es kein Wunder, dass du ein Leaky Gut entwickelst, dass du Stress hast und dass der Stress nie abgebaut werden kann und dass dann halt auch kein Fokus auf deine Verdauung gelegt werden kann, wenn du ständig im Sympathikus bist, ständig im Fight- oder Flight-Modus, weil wenn du Stress hast, ständig und immer, wird der Körper sich nicht
die Zeit nehmen und das Zeug gut verdauen, dann ist auch die Peristaltik vom Magen, vom Darm geringer. Also das quasi, wie der Darm sich bewegt, um die Essensreste, ja, weiter zu transportieren, sagen wir es mal schön ausgedrückt, ja, ohne irgendwelche ekligen Bilder. Das ist dann auch verlangsamt. Ja, der Darm ist dann auch nicht mehr so gut durchblutet, wenn du Stress hast. Das heißt, nimm dir Zeit zum Essen, das ist so wichtig, und bereite es auch vor. Deswegen ist einfach die Zeit, um was zu kochen, ideal. Und ganz ehrlich, schnell mal Gemüse schnippeln in den Ofen, packen Ofengemüse, das kannst du für die ganze Woche, lass es maximal 5 Minuten dauern, 10 Minuten. Wenn dir das zu viel ist, dann ist es halt schwierig. Also das musst du dir halt einfach wert sein. Oder machst du gleich nicht mehr so viel aus im Badezimmer zu sitzen? Die Dani schaut mich im Badezimmer an. Das ist doch cool. Schön, Dani, dass du dabei bist, und alles Gute für dich. Wir schicken dir ganz, ganz viele Herzen. Was halt sehr merkwürdig ist, dass der nüchtern Blutzucker niedrig ist und auch beim Essen er nicht ansteigt. Könnte es sein, dass es gar keine Insulinresistenz ist und es eher an der Schilddrüse liegt? Das kann natürlich 100 Ursachen haben, ja. Also wir können jetzt hier keine Ferndiagnose stellen. Das wäre höchst unprofessionell und wird auch überhaupt nichts bringen. Das kann so viele Gründe haben. Um zu wissen, ob es eine Insulinresistenz ist, misst du aber nicht den Blutzucker. Da würde ich den HOMA-Index messen. Ganz wichtig. Der nüchterne Blutzucker ist lange noch im grünen Bereich, und auch der Langzeitblutzucker kann lange noch im Normalbereich sein, obwohl du schon längst eine Insulinresistenz hast. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, weil Insulin sorgt ja erstmal ganz lange dafür, dass der Blutzucker in Schach gehalten wird. Ja, deswegen wird ja immer mehr Insulin ausgeschüttet, damit der Blutzucker niedrig bleiben kann. Damit da alles läuft, weil zu viel Zucker im Blut ist gefährlich für den Körper. Das mag er nicht, deswegen muss er das regulieren. Und das macht das Insulin. Aber wenn du da immer mehr Insulin brauchst dafür, um das zu regulieren, und das keine Sau misst, woher sollst du es dann wissen, ob du eine Insulinresistenz hast? Ja, das heißt, du musst wirklich zu einem Arzt gehen und sagen, bitte, bitte können wir nüchtern Insulin im Serum messen oder den HOMA-Index. Wenn ein Arzt sagt, bitte was, keine Ahnung, brauchen wir nicht, so einen Scheiß, dann sucht den anderen Arzt. Die geilste Antwort, die ein Arzt mal gegeben hat, war, ich habe jetzt einige im Kopf, ich erzähle euch nur eine. Es war ein Mann, der ging zum Hausarzt mit der Bitte, dass der HOMA-Index gemessen wurde. Die Antwort des Arztes war, nee, also das machen wir nur bei schwangeren Frauen. Ja, also das heißt, wundere dich nicht, wenn ein Arzt gar nicht weiß, was es ist, oder die Arzthelferin, wenn das nirgendwo steht, wenn die nachschaut und sie das nicht findet, ist es einfach auch nicht vorgesehen, dass man das macht. Ja, deswegen blöd. Am besten in ein freies Labor gehen und es einfach messen lassen. Ja, die Schilddrüse kann natürlich auch ein Grund sein. Schilddrüse und Insulinresistenz hängt ja auch immer eng zusammen. Es wurde ein Test gemacht und da wurde festgestellt, dass die Fettverbrennung nicht funktioniert. Ja, dann haben wir auf jeden Fall auch definitiv eine Insulinresistenz, weil wenn Insulin hoch ist, kann natürlich auch kein Fett verbrannt werden. Weil dafür muss erstmal Insulin niedrig sein, damit der Gegenspieler des Insulins, Glucagon, ins Spiel kommen kann. Wird auch ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse, und das Glucagon baut die eingespeicherte Glucose, das nennt sich Glykogen, also Zucker und Kohlenhydrate eingespeichert in Leber- und Skelettmuskulatur, heißt Glykogen. Und dieses Glykogen wird dann vom Glucagon wieder umgewandelt in Glucose und ins Blut geschickt. Das heißt, auch wenn du keinen Zucker, keine Kohlenhydrate als Energie oben nachschiebst und du aber was gespeichert hast, nimmt der Körper dann erstmal die Speicher. Dazu muss aber Insulin erstmal niedrig sein. Ja? Das heißt, keine Fettverbrennung, kein Fettstoffwechsel, ja, keine Ketonkörperproduktion, wenn Insulin hoch ist. Der Stress kommt von der Arbeit, wo dann leider nichts geändert werden kann. Da für zwei Personen gearbeitet wird und sehr viele Dinge gleichzeitig gemacht werden muss, es gibt keine Unterstützung vom Chef. Also da gibt es immer eine Lösung, kündig den Job. Warum sollst du in einem Job bleiben, der dich fertig macht, der dich krank macht? In 10 Jahren hast du einen Burnout, es geht ja nicht um dich, sondern um die andere Person, egal. Was ist das? Wenn du in einem Job bist, der dich killt, warum bleibst du in einem Job? Für einen Chef wahrscheinlich und für eine Firma, wo du wahrscheinlich nicht mal die Werte unterstützt und wo alles komplett gaga läuft. Also ich bin da die falsche Ansprechpartnerin. Ich sag, hey, du hast halt nur das eine Leben, und warum bleibst du in einem Job, nur dass du Geld verdienst? Es gibt so viele tolle andere Jobs, du kannst mittlerweile so toll online arbeiten hier. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gab, glaube ich, noch nie so viele Möglichkeiten, Online-Geld zu verdienen. Du musst nicht zu einem Chef reingehen, in einen Laden reingehen, wo du denkst, leckt mich alle am Arsch, ich habe keinen Bock auf euch. Nee,
Das muss kein Mensch machen. Wenn du da Unterstützung brauchst, Hilfe brauchst, wie du da aus deinem Hamsterrad rauskommst, hast du bei mir auch eine super Ansprechpartnerin. Ich habe genau das nämlich geschafft. Innerhalb von 2 Jahren, innerhalb von einem Jahr konnte ich schon meinen Job kündigen. Ich habe mir nebenberuflich mein Business aufgebaut mit den exogenen Ketonen. Ich kann jetzt super gut davon leben. Das ist ein Wahnsinnsprodukt, einfach ohne Konkurrenz. Es ist 100% natürlich, 100% bioidentisch, die gleichen Ketone, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst, wenn du fastest. Ich habe schon so viel tolle Erfahrungen damit gemacht. Das Produkt hat mein Leben verändert und ganz viele Leben in meinem Umfeld, von meiner Familie. Und ich helfe jetzt Menschen damit einfach als Unterstützung, gesünder zu werden, ihren Lebensstil umzustellen, ihre Insulinresistenz zu besiegen. Gleichzeitig kann ich aber auch und helfe ganz vielen Menschen auch aktuell einfach ihre Träume zu verfolgen und sich nebenberuflich was aufzubauen, was dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr nebenberuflich ist, sondern vielleicht sogar eben hauptberuflich wird, wo du dann, so wie ich jetzt auch 100% selbstbestimmt, frei, ortsunabhängig einfach arbeiten kannst. Und also ich kann mir gar kein anderes Leben mehr vorstellen, ja. Nur, dass du das einmal gehört hast, und das geht jetzt heute nicht in dem Live, aber es ist alles möglich, und melde dich gern bei mir, wenn du da mehr Input haben möchtest, wenn du Infos brauchst, wie wir arbeiten, was die exogenen Ketone sind, einfach mal. Ich bin nur eine Nachricht entfernt, wir können da über alles sprechen. Und wenn es nicht die Ketone sind, es gibt so viele andere coole Produkte oder Dienstleistungen einfach in dieser Branche, wo du dir selber alles aufbauen kannst und von nichts mehr abhängig sein musst. Ein Beispiel, was man vor dem Training essen kann und danach. Also Amelie, vor dem Training esse ich gar nichts, weil dann kann ich nicht mehr trainieren. Also geht für mich gar nicht. Wenn ich Hunger habe vom Training, dann, wenn du jetzt sagst, du bist im Job und du hast halt seit, keine Ahnung, 12 war dein Mittagessen, du bist um 7, hast du Feierabend und gehst dann erstmal trainieren, bevor du heimkommst. Klar, da musst du was dazwischen essen, dann würde ich aber auch eine Stunde vor dem Training oder 1,5 Stunden, 2 Stunden vor dem Training noch was essen. Einen eiweißreichen Snack, ein paar Nüsse, vielleicht 2 gekochte Eier oder ein bisschen Rohkost, die auch mitnehmen oder so. Sowas halt essen, noch als Snack. Wenn du sagst, so ein Eiweißriegel oder so, dann schau, dass es was Hochwertiges ist, ohne minderwertige Süßstoffe, was den Blutzucker nicht nach oben treibt. Sowas halt davor, ja, aber ansonsten, ich trinke halt meine Ketone dann, wenn ich Hunger habe und noch trainieren will, weil ich trinke sowieso immer meine Ketone vor dem Training für mehr Energie, für mehr Fokus, für mehr Kraft beim Krafttraining. Finde ich mega. Und wenn ich dann Ketone getrunken habe und vorher schon Hunger hatte, dann kann ich halt nochmal 2 Stunden länger durchhalten. Ist für mich genial. Deswegen habe ich das Problem, was esse ich vor dem Training? Ja, nichts natürlich. So, was soll ich denn vom Training essen? Verstehst du, was ich meine? Aber wenn es wirklich bei dir die Situation ist, dass du halt so Hunger hast, dass du gar nicht trainieren kannst, dann greif halt zu einem leichten Snack, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Ja? Was bei mir gar nicht geht, auch nicht 2 Stunden vorm Training oder so, wenn ich hartes Krafttraining mache, Joghurt essen, das ist für mich so, boah, das braucht so viel Verdauungskraft. Das ist aber wirklich bei jedem auch wieder unterschiedlich. Ja? Nach dem Training, eiweißreich und gute Kohlenhydrate. Das Beste, was du dann machen kannst, auch für den Muskelaufbau, natürlich die Faustformel immer einhalten, ja. Gemüse, 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 Salat, Ballaststoffe immer als erstes, dann gesunde Fette, dann das Eiweiß und als letztes die Kohlenhydrate, und dann machst du dir halt, keine Ahnung, nach deinem Krafttraining ein Steak mit Brokkoli, Stück Avocado dazu oder keine Ahnung, ein bisschen Olivenöl drüber und isst eine Süßkartoffel dazu. Ja, also stärkehaltiges Gemüse mit einbauen nach dem Training für den Muskelaufbau ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und natürlich eiweißreich essen ist immer wichtig. Übrigens, morgen kommt mein Protein-Guide raus, ja. Gerne auch in dem Live, wenn ich das nachher abspeichere, kannst du Protein kommentieren. Ja, erst wenn es abgespeichert ist, weil jetzt bringt es mir noch nichts. Dann schicke ich dir, oder dann gebe ich dir Zugang auch zu meinem Protein-Guide. Der ist komplett kostenlos. Ich habe keine Ahnung, wie viele Seiten. 40, 50? Ich weiß es gar nicht. Echt viele Seiten. Da sind Rezepte drin. Da ist Info zu, warum proteinreich Essen wichtig ist. Wie du deinen Proteinbedarf decken kannst. Beispiele, Proteingehalt in Lebensmitteln. Da ist echt alles drin. Also das ist richtig cool. Morgen kommt da raus, wenn die Technik funktioniert. Ich hoffe doch mal. Ansonsten verschiebt sich noch ein paar Tage. Aber das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Wir geben 600 € pro Monat für gute Lebensmittel im Monat für 2 Personen aus. Kaufe Fisch, Fleisch, Eier, Käse, Gemüse vom Bauernhof nebenan. Ansonsten, ja, geht mir nicht anders. Und dann kommen die Supplemente noch dazu. Ja, also Essen und Supplemente ist das, wofür ich mein Geld ausgebe. Das ist schon das Gleiche, das haben wir schon. Ansonsten viel Bio, genau. Tipptopp. Sie war beim Facharzt, es wurden zwar Blutwerte genommen, aber da die Blutwerte im normalen Bereich sind, sagt er, sie
Da hat sie genetisch Pech gehabt. Also das ist völliger Bullshit. Sorry. Ja. Also ich möchte nicht schlecht gegen Ärzte reden, aber das ist doch echt eine grob fahrlässige Aussage. Was willst du denn damit? Also das ist doch echt. Nee, das kommt auf meine Bestenliste. Nein, aber klar gibt es genetische Prädispositionen, wo es der eine schwerer hat als der andere. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber du kannst immer was machen. Es ist der Lebensstil. Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressmanagement. Ja, das sagt dir halt nur kein Arzt, weil das wahrscheinlich selber nicht weiß. Ja, traurig, aber wahr. So, sie arbeitet im Handwerk als Meisterin und leitet eine Filiale. Sie sagt auch, wenn sie woanders arbeitet, ist es dasselbe. Okay. Ja, also da gilt es definitiv mal einiges zu überdenken, wahrscheinlich im Leben, ja? Weil die Gesundheit geht immer vor, würde ich sagen. So, jetzt gehen wir noch auf die Fragen ein, die wir hier noch haben. Ja, sonst müssen wir hier, wir wollen die Leute hier nicht ignorieren, die keine Zeit haben, ins Live zu kommen. Übrigens hinten habe ich noch die Notizen von gestern. Egal. Anke fragt, was meinst du mit Obst nackt? Ich sage ja immer, Obst nie nackt essen. Ja, das heißt nicht, dass du die Schale drauf lassen sollst oder so. Das denken oft die Leute. Das ist eigentlich ganz lustig, aber das heißt einfach nur nicht nackt, also nicht alleine, isoliert auf nüchtern Magen. Ja, pack immer zum Obst gesunde Fette und Eiweiß dazu. Beides oder entweder oder. Oder setze es ans Ende der Mahlzeit als Dessert. Obst ist nämlich nichts anderes als ein Dessert. Obst hat wahnsinnig viel Zucker. Obst hat sehr viel Fruchtzucker. Das wird sofort in der Leber umgewandelt. Ist die einzige, der einzige, also der Fruchtzucker wird nur in der Leber verstoffwechselt. Ja, da hilft die Galle gar nicht so viel. Ja, ich glaube gar nicht. Ist nicht so sonderlich gut. Ja, und wenn du jetzt tagtäglich ständig Obst isst, mehrmals am Tag und das immer nackt, also isoliert auf nüchtern Magen, ist dein Blutzucker ganz schön beleidigt. Der fährt die ganze Zeit Achterbahn. Die einzige Ausnahme sind da Beeren, also Heidelbeeren, Himbeeren, Blaubeeren. Was gibt's noch? Erdbeeren auch im Sommer, eine kleine Handvoll. Kannst du sogar auch zum Frühstück essen. Obwohl ich sage, Frühstück ohne Zucker, ohne Kohlenhydrate, nur mit gesunden Fetten und Eiweiß. Aber eine kleine Handvoll Beeren hat super wenig Fruchtzucker. Das ist auch zum Beispiel in der ketogenen Ernährung oft noch völlig in Ordnung. Ja, das heißt, Beeren, das sind da die einzige Ausnahme, aber wenn du sowas wie Mango, Ananas, auch ein Apfel oder eine Birne, die haben wahnsinnig viel Fruchtzucker. Das heißt, setz die ans Ende der Mahlzeit als Dessert, damit der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Denn wenn du, wie wir vorher gesagt haben, zuerst Ballaststoffe, Salat, Gemüse, Ballaststoffe als allererstes, dann kommen die gesunden Fette, dann kommt das Eiweiß und als letztes kommen die Kohlenhydrate, der Zucker. Und wenn du diese Reihenfolge einhältst an Makronährstoffen in jeder deiner Mahlzeiten, kannst du sicher gehen, dass der Blutzucker nicht so stark ansteigt, als wie wenn du den Apfel vorab essen würdest. Dann geht es so nach oben und wenn du den Apfel als Dessert isst, dann hast du nur so eine Blutzuckerkurve. Und messe es mal für dich selber. Schau, wenn du das nicht glaubst, also du kannst es entweder glauben und einfach umsetzen oder du misst es einfach. Weil wenn du es mal selber gesehen hast, dann hast du es echt verinnerlicht, dann hast du es gelernt. So, Susanne fragt, wieso kein Vollkorn und Haferflocken sollen doch eigentlich auch gut sein? Ja, klar. Also wir kommen noch von einer Generation, von einer Gesellschaft, wo es immer früher der Hype, Vollkorn ist gesund und Haferflocken oder eine Haferkur hilft dir, den Diabetes zu besiegen. Ja, aber auch Vollkorn, mess es mal. Ess mal ein Weißbrot und ess ein Vollkornbrot dagegen. Und schau mal, wie viel Unterschied die Blutzuckerkurve macht. Bei mir macht es keinen großen Unterschied, obwohl das ein hochwertiges Vollkornbrot war, vom Biobäcker in meiner Stadt mit Hand gemacht. Da war auch kein anderer Scheiß drinnen. Kein Unterschied, kaum Unterschied. Und das mit dem Vollkorn ist wirklich einfach ein Hype. Da steckt nicht so viel dahinter. Natürlich hat ein hochwertiges Vollkornbrot mehr Ballaststoffe, es hat mehr Nährstoffe, eine höhere Nährstoffdichte. Somit sagt man, steigt der Blutzucker weniger stark an. Fakt ist aber, wenn du es misst, so viel ist da nicht mehr drin, dass der Blutzucker weniger stark ansteigt. Ja. Und natürlich ist es besser, du nimmst dann die Vollkornvariante als die Weizenvariante. Also die Weiß-Weizen-Variante. Aber noch besser wäre, du würdest einfach gar kein Gluten essen. Weil Gluten ist immer eine Belastung für deinen Körper. Gluten verursacht hochgradig Entzündungen in deinem Körper. Natürlich macht die Dosis das Gift. Und wenn du es gut verträgst und hin und wieder mal ein Brötchen mit Gluten isst, wirst du davon nicht sterben. Aber also ich kann jetzt sagen, ich esse jetzt seit über 3, 4 Monaten überhaupt kein Gluten mehr. Ich habe auch keine einzige Ausnahme gemacht. Es ist Wahnsinn, wie gut es dem Darm tut und wie gut es mir tut. Ich bin auch nicht mehr aufgebläht. Es ist einfach eine richtig coole Sache. Ja, Gluten zu meiden. Auch wenn du keine Zöliakie hast oder keine Glutenunverträglichkeit, die meisten haben eine Glutenunverträglichkeit, sie wissen es halt einfach nur nicht, ja.
Genau, ich sage immer, wie hoch sind deine Ansprüche? Ich arbeite lieber weniger, habe mehr Zeit und lebe bescheidener und glücklicher, statt mit Stress meine Gesundheit zu ruinieren. Voll bei dir. Danke für den schönen Satz. Das ist, glaube ich, so wahr und so viel wert. Aber das ist auch wieder was, das muss jeder für sich entscheiden. Ja? Also da können wir nicht die Entscheidung für dich übernehmen. Das muss jeder für sich wissen. Kein Getreide mehr, beste Entscheidung. So ist es. Ja, bei Lipödem natürlich auch wahnsinnig wichtig, ja, auch Entzündungen niedrig zu halten. Und da kann schon ein Stück Gluten bei dir halt schon einfach zu viel sein. Ja, und deswegen coole Entscheidung. Okay, Marina fragt, wieso morgens keine Kohlenhydrate? Also, ich sage ja immer, mache ich auch mal 100.000 Videos und kriege ganz viel Hate dafür. Nein, Spaß. Also, es gibt halt viele, die sagen, ja, morgens Haferflocken und das und das und das und morgens braucht der Körper Energie und der Körper braucht Zucker. Das ist halt alles Käse. Also, erstmal ist es so, dass theoretisch dein Körper komplett ohne Kohlenhydrate auskommen kann. Das heißt, Kohlenhydrat ist ein Makronährstoff, der nicht essentiell ist. Du musst keine Kohlenhydrate essen, um zu überleben. Du musst dahingehend, aber trotzdem, also du musst Fett essen und du musst Eiweiß essen, damit dein Körper überlebt. Kohlenhydrate braucht er nicht zum Überleben. Du musst natürlich deswegen nicht dein Leben lang auf Kohlenhydrate verzichten, ja? Also Extreme sind meiner Meinung nach nie gut, immer so ein guter Mittelweg und man muss sich auch alles individuell anschauen. Aber Frühstück ohne Kohlenhydrate, nur mit gesunden Fetten und Eiweiß, empfehle ich deswegen bei Insulinresistenz, aber auch eigentlich für alle anderen Menschen da draußen, je nachdem, es kommt natürlich immer wieder drauf an, ja. Für alle, die abnehmen wollen, sagen wir es auch mal so, weil du die Möglichkeit hast, also du steigst erstens nicht gleich am Morgen auf die Blutzuckerachterbahn auf, ja, aber wenn du Haferflocken isst, geht der Blutzucker relativ stark nach oben. Das ist das eine. Und du hast die Möglichkeit, halt auch länger noch im Fettstoffwechsel zu bleiben oder sogar in diesen zu kommen, wenn du noch nicht drin bist, ja. Wenn du über die Nacht nichts gegessen hast, wenn du vielleicht am Vorabend auch wenig Kohlenhydrate oder keine Kohlenhydrate gegessen hast, ist dein Körper vielleicht schon dabei, Ketone zu produzieren. Und dann haust du dir die Haferflocken rein oder die Banane am Morgen oder den Apfel, dann ist das wieder total zunichte gemacht. Dann wird nie ein Fettstoffwechsel entstehen. Deswegen ist halt so meine Empfehlung, starte mit einem Frühstück ohne Kohlenhydrate, nur mit gesunden Fetten und Eiweiß. Und esse dann Mittag oder lieber noch abends erst deine Kohlenhydrate in Form von einer Süßkartoffel oder stärkehaltigem Gemüse. Das ist einfach die Möglichkeit oder die Art und Weise, die für mich am besten klappt und die auch für die große Masse meiner Kunden wahnsinnig gut klappt und was ich halt auch pauschal generell empfehle. Dann muss man sich natürlich immer jeden Menschen noch individuell anschauen und das mache ich dann im individuellen Coaching auch. Ja, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der gerade auf dem Marathon trainiert, ist ja wurscht. Nehmen wir mal irgendein Beispiel, habe ich gerade nicht, aber ist jetzt auch nicht unbedingt meine Zielgruppe. Aber der kann natürlich Haferflocken frühstücken. Ja, also weil der wird laufen und dann sind die wieder weg. Aber wenn du dich hinsetzt auf deinen Arsch 8 Stunden und dich nicht bewegst, weil du vor dem Computer arbeitest, wieso willst du dann Haferflocken frühstücken? Die braucht der Körper doch gar nicht so. Ja, wenn du dich danach bewegst, ist das auch nochmal was anderes. Wenn du danach eine 5 Stunden Bergtour machst und einen Haferflocken mit Banane frühstückst, dann ist das ein richtiges Powerfrühstück. Ja, dann hat dein Körper Energie für ein paar Stunden. Das ist eine coole Sache, aber die meisten bewegen sich halt einfach auch nicht, weil sie eine sitzende Tätigkeit ausüben. Von dem her muss man auch immer schauen, mit wem spricht man denn, wenn man diese Empfehlungen ausgibt, ja? Und wenn ich hier spreche, dann spreche ich hier zu Menschen mit Insulinresistenz, mit Übergewicht, die abnehmen wollen, ja? Die vielleicht auch ihr Stresslevel verbessern wollen. Dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. So, was haben wir noch? Letzte Frage, also von der Olga haben wir ja schon beantwortet, wie müssen die Blutwerte sein, das haben wir schon gesagt. Die Helga fragt noch, woher weiß ich, ob ich eine Insulinresistenz habe. Haben wir eigentlich auch schon beantwortet, ich wiederhole es gerne nochmal. Messen. Insulin messen, also nüchtern Insulin im Serum messen, den HOMA-Index messen lassen, da musst du wirklich zu einem Arzt gehen und sagen, bitte, bitte machen wir das. Und dann vielleicht auch darauf bestehen, dass es macht, wenn er sagt, er möchte es nicht machen, oder da halt dann den Arzt wechseln. Also du kannst es, wenn du Glück hast, beim Hausarzt mitmachen. Der mag es eigentlich nicht gern machen, weil der kann es eigentlich nicht gut abrechnen. Das ist einfach für den blöd. Das heißt, du kannst zum Endokrinologen gehen, du kannst zum Diabetologen gehen, du kannst zum Frauenarzt gehen. Die machen das auch ganz häufig mit. Wenn das alles nicht klappt oder du darauf keine Lust hast, selber zahlen musst du es ja so eh. 17, 18 € kostet der HOMA-Index. Das ist jetzt echt, brauchen wir nicht drüber reden, das ist nicht viel. Aber du kannst einfach auch in ein freies Labor gehen. Lass dort den HOMA-Index messen, weil zahlen musst du ihn ja eh selber. Okay, Easy Marie fragt, wie man am besten fastet bei einer Insulinresistenz.
Was kann man zu sich nehmen in der Zeit? Und kann man da unterzuckern? Also, das ist auch eine Spitzenfrage. Ich liebe ja Fasten, ja. Also, mit Fasten kannst du deine Insulinresistenz brechen. Das ist ja richtig genial. Aber meistens halt nicht beim ersten Mal. Wenn ich jetzt jemanden sage mit einer Hardcore-Insulinresistenz, einem hohen HOMA-Index, der soll fasten, der zeigt mir wahrscheinlich einen Vogel, der sagt, ich sterbe, wenn ich faste, ja. Das ist eben das, was du sagst mit der Unterzuckerung. Das geht gar nicht, ja. Dann musst du dich da langsam rantasten. Dann startest du halt nicht mit 60 Stunden Fasten, 72 Stunden Fasten, sondern du startest halt vielleicht mal mit Intervallfasten, mal 12 Stunden nichts essen. So, dann gehst du auf 14 Stunden, dann gehst du auf 16 Stunden, dann gehst du auf 18 Stunden. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und irgendwann schaffst du dann vielleicht 24 Stunden. Und dann schaffst du beim nächsten Mal 36 Stunden. Das heißt, du arbeitest dich einfach langsam vor, bis du es wirklich mal schaffst, deine 60 Stunden zu fasten. Und jetzt ist es halt auch wichtig, du kannst mit Fasten deine Insulinresistenz brechen, definitiv. Aber was passiert denn dann danach, ja? Wenn du dann wieder in einen schlechten Lebensstil übergehst, dich wieder wenig bewegst, wieder Fastfood isst, ungesunde Dinge isst, dann bringt es nicht viel. Das heißt, du musst natürlich auch parallel lernen, wenn du Fasten integrieren möchtest, ja, um deine Insulinresistenz umzukehren, musst du natürlich auch lernen, wie du dir auf Dauer einen Lebensstil aneignen kannst mit Gewohnheiten, die zu deinem Alltag werden. Ja, dass es für dich dann ganz normal ist, auf Dinge zu verzichten, die halt deinen Blutzucker den ganzen Tag Achterbahn fahren lassen. Oder wenn du diese Dinge mal einsetzt, wie wir es vorher besprochen haben, die dann klug einzusetzen, ja, ans Ende der Mahlzeit als Dessert. Und nicht isoliert alleine auf nüchtern Magen, ja. Das heißt, wichtig ist, was passiert auch um das Fasten herum. Aber jetzt zu deiner konkreten Frage, Marie. Also, was du während dem Fasten zu dir nimmst, das ist halt auch super individuell, wie du fasten möchtest. Also, ich bin ein Riesenfan von Wasserfasten. Ich esse dann gar nichts, ja. Ich habe Wasser, ich kaufe mir ein gutes Wasser, ein hochwertiges Wasser. Ich nehme meine Elektrolyte und natürlich meine Ketone, die nehme ich zusätzlich, die nehme ich weiter und ich nehme auch meine Darmbakterien weiter. Aber das ist alles, was ich nehme, wenn ich faste. Das heißt, ich nehme da keine Omega-3 zu mir, ich nehme da kein Fett zu mir, ich nehme kein Eiweiß zu mir, ich lasse auch alle anderen Supplemente mal weg. Ja, für 2, 3 Tage, das bringt dich definitiv nicht um. Ich möchte meiner Leber dann auch so wenig Arbeit machen wie möglich, ja, dass wirklich alle Systeme so weit runterfahren können und die Autophagie maximal arbeiten kann. Ja, das ist mein Ansatz vom Fasten, so mache ich das mit meinen Kunden, so empfehle ich das auch. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, das packe ich nicht ganz. Ich mache vielleicht eher ein Scheinfasten, wo du einfach dein Kalorienbedarf extrem runterfährst, hauptsächlich auch gedünstetes Gemüse und solche Sachen isst, ist auch eine tolle Alternative. Ja? Kann auch sehr, sehr von Nutzen sein. Dinge wie Saftkuren, Saftfasten oder den ganzen Bullshit, hätte ich fast schon gesagt, den es da draußen gibt, das machst du bitte nicht, weil da kannst du dein Insulinlevel nicht runterbringen. Ziel ist ja beim Fasten, wenn du deine Insulinresistenz brechen möchtest, dass du es einfach mal machst, damit das Insulin einfach gegen Null geht. Dass du einfach mal schaffst, dass dein Insulinlevel nach unten geht. Und wenn du aber 3, 4, 5 Mal am Tag irgend so einen Saft-Smoothie trinkst, es gibt ja tatsächlich schon Saftkuren von irgendwelchen Firmen, die das anbieten, wo ich mir denke, so, was zur Hölle? Also das ist einfach grob fahrlässig, sowas anzubieten. Das finde ich echt eine Schweinerei. Leute zahlen da viel Geld und klar, es ist natürlich für dein System mal entlastend und der Darm ist da vielleicht dann ganz happy damit. Aber jetzt für meine Zielgruppe, Insulinresistenz besiegen, abnehmen. Freunde, da machen wir keine Fastenkuren, ja? Bitte, bitte, bitte. So, ich hoffe, Marie, das hat jetzt deine Frage beantwortet. Thema Unterzuckerung. Also da musst du halt unterscheiden. Deswegen sage ich, nimm dir mal einen kontinuierlichen Blutzuckermesssensor und misst es mal. Misst einfach mal, was dein Blutzucker macht. Ist auch übrigens spannend, wenn man fastet. Das finde ich auch ganz cool. Also Ketonwerte dann zu messen und auch den Blutzucker. Aber gut, ich will ja eh immer alles messen. Ich finde alles spannend. Für manche ist es vielleicht auch todlangweilig. Aber gerade für das Thema Unterzuckerung. Weil meistens, das ist keine Unterzuckerung. Also klar, wenn da wirklich dein Blutzucker in den Keller geht und das gefährlich wird, dann solltest du natürlich auch mit einem Arzt, mit einem Therapeuten darüber sprechen. Ja, da bin ich dann nicht mehr deine richtige Ansprechpartnerin. Aber wenn du keinen Unterzucker hast, sondern nur dieses Gefühl einer Unterzuckerung, was ganz viele halt haben, die sagen dann, ja, ich kann nicht fasten, weil ich sterbe dann, weil dann wäre ich ohnmächtig oder keine Ahnung. Du musst durch dieses Gefühl mal durchkommen. Ja, das klingt jetzt super blöd und das ist auch, also mach das auch nicht alleine. Such dir da jemanden, der dich betreut, den du anrufen kannst, der vielleicht auch bei dir ist, der dann Tipps geben kannst, was du machen kannst.
wenn du noch nie gefastet hast und eine Hardcore-Insulinresistenz hast, dann wird das Fasten, das wird dir keinen Spaß machen. Das wird die Hölle werden für dich. Das wird einfach richtig scheiße werden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich sage dann, ja, dann nimm auf jeden Fall die Ketone dazu. Das ist eine extreme Erleichterung. So hast du schon mal, bevor der Körper selbst Ketone produziert, hast du schon mal Ketone im Blut, die dem Körper helfen oder die quasi für den Körper als Signalmoleküle und Energieträger genauso wirken, wie die er dann selber herstellt. Und so können exogene Ketone beim Fasten eine unfassbar riesengroße Unterstützung sein. Und du brauchst auch keine Angst haben, dass dein Körper dann keine eigenen mehr produziert. Also das ist Käse, weil natürlich, wenn du nichts isst, fängt er an, in den Fettstoffwechsel zu gehen. Dann wird er erstmal alle Glykogenspeicher leeren und dann wird er anfangen, irgendwann Ketone zu produzieren. Weil er muss, weil du ihm keine Wahl gibst. Und das ist halt genau der Moment, wenn es dir dann erstmal scheiße geht, weil der Körper will das nicht. Der war faul, der hat 10, 20 Jahre, musste er nicht in den Fettstoffwechsel wechseln, weil du die ganze Zeit von oben was nachgeschoben hast. Kohlenhydrate, Zucker, Energie, hast eine Apfelschorle getrunken, hast einen Cola getrunken, als du gemerkt hast, du unterzuckerst gleich, hast den Traubenzucker eingeschmissen. Dein Körper kennt ja nur den Kohlenhydratstoffwechsel, den Glukosestoffwechsel. Der arbeitet immer nur mit Zucker als Energiequelle und jetzt sollte er plötzlich Ketone produzieren und dann sagt dein Körper so, nee, also da warten wir mal, weil da kommt schon gleich was. Und dann lass uns mal ein bisschen schlecht gehen, ja, geben wir mal ein bisschen so Signale, hey, Unterzuckerung, Kreislauf geht in den Keller, jetzt kommt schon gleich wieder was. Aber wenn aber dann nichts kommt, dann fängt er irgendwann an. Du kannst ihn dann auch noch ein bisschen ärgern, du kannst zum Beispiel dann auch Eisbaden gehen, dann bist du ganz schnell in Ketose, ja, weil dann braucht der Körper wirklich Energie und dann baut der Ketonkörper. Oder du kannst zusätzlich noch in die Sauna gehen als Beispiel, ja, oder dich auch noch bewegen, Sport machen. Viele sind halt können nicht gut trainieren, wenn sie fasten, ja, weil es ihnen dann eh schlecht geht und dann haben sie einfach keine Energie. Ich kann mittlerweile sogar mein Krafttraining in einer leichteren Version weitermachen, wenn ich faste, aber ich nutze ja auch die exogenen Ketone als Unterstützung. Die meisten meiner Kunden fasten auch mit exogenen Ketonen und wenn du das mal gemacht hast, wirst du es auch nie mehr ohne machen. Ja? Also das ist so meine Antwort zum Thema Fasten. Ich hoffe, deine Frage ist somit einigermaßen gut beantwortet. Aber wie gesagt, das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Such dir da wirklich, wenn du Probleme hast mit Fasten, such dir da jemanden, der dich auch mit begleitet, weil dann fühlst du dich einfach viel besser und viel sicherer. So, ich schaue mal, ob ich noch Fragen habe, aber ich glaube, ich habe alle vorgelesen. Genau, also nochmal danke an Anke, Susanne, Marina, Olga und Helga für die Fragen, die ihr dann vorher gerade noch über die Story abgegeben habt. Ich bin jetzt auch mittlerweile durch, wir sind jetzt schon eine Stunde, bin ich schon live. War ein sehr cooles Q&A, danke für eure Fragen. Ich werde das Ganze natürlich abspeichern hier auf Instagram als IGTV, gerne dann später. Ich lade es euch dann auch noch hoch auf YouTube. Ich lade es euch auch hoch auf Facebook, also alle, die bei TikTok jetzt zuschauen, da kann man es ja leider nicht abspeichern. Kannst du es auf einer anderen Plattform schauen, wenn du kein Instagram hast. Und gerne auch Thema Blutzucker. Ich habe da ein ganzes Story-Highlight dazu, ja, wo du wirklich lernst, Schritt für Schritt, was braucht es, um deinen Blutzucker stabil zu halten. Das gleiche für das Thema Insulinresistenz. Da hast du diese 4 Säulen oder 5 Säulen. Ja. Du hast Ernährung, du hast Bewegung, du hast Schlaf, du hast Nährstoffe und du hast Stressmanagement. Das sind die 5 Säulen, an denen du arbeitest, um deine Insulinresistenz umzukehren, ja, um endlich gesund abzunehmen. Ja, also schau dir das mal wirklich an, das hast du alles kostenlos hiermit auf dem Profil. Ich bin auch immer nur eine Nachricht entfernt von, du kannst mir immer alles auch auf Instagram als DM, als Frage stellen. Wie gesagt, manchmal dauert es ein bisschen, bis ich antworte. Wenn du jetzt zu den exogenen Ketonen noch mehr erfahren möchtest, generell zum Thema Ketose, wie dich die exogenen Ketone da auch unterstützen können, super gerne einfach direkt eine Nachricht schicken. Da kannst du in den Linktree gehen, in mein Profil, der allererste Link, der führt dich direkt in mein WhatsApp. Da ist mein WhatsApp verlinkt, der Text für die Ketone ist schon vorgefertigt. Schreib gerne auch deinen Namen dazu. Schreib dazu, dass du mit hier im Live warst. Dann kann ich dich gleich zuordnen. Ich schicke dir dann erstmal mehr Infos zu den Ketonen. Gerne dann auch den Shop-Link, wenn du sie mal ausprobieren möchtest. Gerade haben wir auch ein cooles Angebot. Meine ganze Betreuung hast du dann mit dabei. Also WhatsApp-Betreuung, Zugriff auf meine Kunden, VIP-Gruppe. Du hast Zugriff auf unsere Facebook-Lifestyle-Gruppe, da sind auch ganz viele Rezepte drinnen. Du hast, bekommst von mir als Kundin der Ketone eine komplette exklusive Guideline mit diesen 5 Säulen, die ich eben vorher erwähnt habe, wie du deine Insulinresistenz besiegen kannst, ja, wie du gesund abnehmen kannst, wie du dir einen gesunden Lifestyle aufbauen kannst. Du bekommst Beispiele für gesunde Lebensmittel. Was sind gute Kohlenhydrate? Was sind gute Eiweißquellen? Was sind gute Fette? Du bekommst einen 8-Stufen-Plan, wie du Schritt für Schritt deine Ernährung in Kombination mit den exogenen Ketonen mit umstellen kannst.
Du bekommst diese Faustformel, über die ich heute die ganze Zeit gesprochen habe im Live, für eine gesunde Mahlzeit bekommst du auch mit dazu. Das ist alles einfach mit dabei. Wenn du die exogenen Ketone über mich bestellst, dann ist die Betreuung dabei. Zusätzlich kannst du natürlich auch, wenn du noch mehr Betreuung brauchst, individuellere Betreuung, die ich nicht über WhatsApp abdecken kann, kann man natürlich immer noch auch zusätzlich ein Coaching buchen. So, sehr gut. Super viele hilfreiche Informationen. Freut mich, dass es euch geholfen hat. Wird diese Session gespeichert. Auf jeden Fall. Genau. Gleich abgespeichert auf Instagram. Kann man dann im Nachgang nochmal anschauen. Unbedingt auch bitte, bitte, bitte deine Leute drunter verlinken. Wenn du jemanden kennst, der eine Insulinresistenz hat, der Typ 2 Diabetes hat, der schon alles versucht hat, aber abnehmen klappt nicht, der vielleicht auch jetzt neuerdings die Abnehmspritze nimmt und das funktioniert so gar nicht, dem geht es richtig dreckig und der nimmt auch nichts ab. Ja? Jemand, der mehr Energie braucht, der besser schlafen will, der vielleicht Thema mit Stress hat, ja? Der mal Hilfe braucht mit Nährstoffen, ja? Weil er irgendwie überhaupt gar nichts supplementiert. Wenn jemand keine Supplemente nimmt, und das ist jetzt keine Pauschalaussage, das ist so, es gibt gewisse Dinge, die kannst du nicht mit deiner Nahrung abdecken an Nährstoffen. Das ist unmöglich bei uns. Das ist wirklich unmöglich. Und da musst du einfach was tun. Und wenn du da Input brauchst, dann natürlich auch jederzeit gerne die Leute auf mein Profil aufmerksam machen. So kannst du nicht nur den Menschen helfen, dass sie gesünder werden, dass es ihnen besser geht, sondern du kannst auch mir helfen, bei meiner Mission, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen. Und dass wirklich jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit, danke fürs Folgen, Malau, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Ja, das ist meine Mission. Und das ist wirklich mein allergrößtes Anliegen, euch damit zu helfen, der Menschheit da draußen zu helfen, weil wie gesagt, wenn du heutzutage zum Arzt gehst mit diesen Symptomen, dass du ständig müde bist, dass du Heißhunger hast, dass du nicht länger ohne essen kannst, dass du vielleicht auch schlechte Haut hast, dass du Bauchfett hast und du kannst einfach nicht abnehmen, was auch immer, diese Symptome, das ist nicht normal, ja, dann hast du vermutlich eine Insulinresistenz, jeder zweite da draußen, das ist die Dunkelziffer, hat eine Insulinresistenz, die meisten einfach ohne, dass das wissen und das ist einfach meine große Mission, dass ich dir zeige, dass es das gibt und was du dagegen tun kannst und du musst nicht im Typ 2 Diabetes enden und irgendwann oder landen und dann irgendwann Medikamente nehmen, du kannst einfach da schon viel früher was tun und wir haben heute auch schon gesagt, dein Körper ist dein höchstes Gut. Es bringt dir nichts, wenn du alt wirst, dein Körper aber nicht mehr mitmacht. Du möchtest alt und gesund sein, ja, und das lernst du eben bei mir. Also von dem her, vielen Dank fürs Folgen, falls das noch nicht passiert ist und ich speichere das live ab und ich sage ganz lieben Dank an alle, die auch oft, also davor schon die Fragen gestellt haben, an alle, die hier live mit dabei waren, die ihre Erfahrungen geteilt haben, die mitgemacht haben, Kommentare geschrieben haben, super cool, so ist es live auch für mich, macht super Spaß und ich freue mich immer, wenn coole Menschen mit dabei sind. Genau, morgen wieder gleiche Zeit, 11 Uhr deutsche Zeit, ich bin hier in Gran Canaria, wir sind eine Stunde vorne quasi, bei mir ist es jetzt erst 11, also 11.12 Uhr, bei euch ist es schon 12.12 Uhr, wünsche ich euch eine schöne Mittagspause, hoffe, du bist gut in den Montag gestartet und wir sehen uns wieder morgen. Mach's gut!